Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Terror by Unfolded. Ich weiß jetzt nicht, muss ich das hier nochmal versuchen? Oder habe ich das versaut? Scheint so, als hätte ich das versaut. Okay, wo muss ich denn... Ah, okay. Okay, schau mal, hab ich das versaut? I don't know. Holen wir jetzt hier nochmal die Konfetti-Teile ab. Und weiter geht's. Dieser Schlüssel legt einen langen, langen Weg zurück. Zur Seite. Okay, kein Problem. Ah, ich verstehe. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh, das ist gemein. Ist denn da irgendwas? Ah, das ist ein Geschenk, okay. Oh mein Gott, oh my goodness. Okay, wo seid ihr? Okay. Lass mich in Frieden. Nein. Das war so klar. Ich weiß doch aber auch nicht, auf welcher Plattform ich sicher bin. Okay, alles gut. Alles gut. Den einen haben sie voll in den Abgrund verschmissen. Ich beschwere mich nicht. Ich habe den mal getroffen hier. Okay, hier haben wir noch Schnipsel. Da kann's weitergehen. Da oben haben wir noch Schnipsel. Wow. Okay, lebe. Okay. Oh. Gut, gehen wir weiter. Dieser Schlüssel legt eine lange Strecke zurück. Eine sehr, sehr lange. Ich nicht. Okay. Da ist nichts. Aber noch da. Nein. Unglaublich. Wird hier einfach bei mir abgeladen. So, bitte noch hier. Da. Ist mir so klar. Nicht mit mir. Ja, ich muss noch hier. Ja, Schnitzel! Okay, hab ihn. So.
denn da oben lang? Hm. Was willst du denn? Okay. Ich glaube, die müssen nochmal zurück. Genau so. Okay. Konfetti. Alter, dieser Schlüssel, ne? Oh, das... Oh, nee. Oh, das ist gemein. Ich muss hier mal runter. Das wird zu spät. Jetzt aber. Es tut mir so leid, ich war von der Begleiter zu abgelenkt, um mir zu helfen. Es macht so viel Spaß. Ein Wesen kann spielen, während ein anderes Wesen die Welt um sie herum verändert. Wie oft wollt ihr mir das noch sagen? Ich meine, so langsam weiß ich das mit dieser Begleit-App. Oh nein. Wollt ihr mir jetzt verraten, das machen die ganze Zeit? Ah, okay, und auf den Grünen bin ich sicher, okay. Ich verstehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Yes, yes. So. Alter! Alter, Alter! Was zum Henker? Die sind ja wohl voll OP hier. Oh, okay, dann muss ich warten. Ja, war klar. Okay, die habe ich. Wieder warten. Alter Schwede. Obwohl, die sind schon da. Kann ich das schon... Okay, den einen habe ich schon mal. Und der eine... Oh Gott. Alter Schwede. Ja, sicher. Sag mal, wie OP sind die bitte? So, oh nein, das... Nein, nein, nein. Noch nicht. Okay, machen wir erstmal Zwischenlandung. Ah, das hätte ich geschafft. Egal. Ist noch keine Gegner? Okay. So, und rüber. Lauf, 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 lauf. Okay, alles klar. Hallöchen, bin ich gerade auf einem Abenteuer und später wieder zurück. Erdhörnchen. Toll. Jetzt kriege ich nicht dein blaues Geschenk. Unglaublich.
Und wie lange soll ich die noch verfolgen? Hier oben! Wir sind aber hier schon wieder unten. Okay. Okay, ich gehe nochmal ganz raus und jetzt wieder rein. Was soll ich tun? Du versuchst zu den Krähen zu kommen. Ohne Flügel schaffst du das nicht. Ein mächtiger Windstoß hat den Faden weggeweht. Den Faden? Wie komme ich auf den Faden? Den Faden meinetwegen. Nicht meinetwegen. Meine ich. Wie auch immer. Also kann jetzt niemand mehr hinüber. Ich habe eine Idee. Bleib da stehen und halte dich fest. Warte darauf, dass der Windstoß das Segel füllt. Komme ich auf den Faden? Diese Kaya macht sich über uns lustig. Wenn wir sie doch nur von ihrer Stange schubsen könnten, damit ihr das Lachen vergeht. Das sieht wie ein schwerer Stein aus. Wie viel mal? Mal sehen, ob sie dann noch den Schlüssel festhalten kann. Ja, selbstverständlich. Schön, dass mein Gamepad dann vibriert. Durch die Macht des Zuwerfens ist der Stein jetzt in deinem Controller. Okay. Deswegen hat er also so vibriert. Okay, um ihn zurück in die Welt zu schmeißen, richte das Visier auf die Krähe und wische auf dem Touchpad nach oben. Die Krähen haben den Schlüssel in den Baum versteckt. Du musst die Eichhörnchen in den Baum werfen, um ihn zu finden. Das ist ja gar nicht brutal. Okay. Neige den Controller nach oben und drücke das Eichhörnchen in den Controller. Lol. Okay. Verfluchte Nüsse, hier ist kein Schlüssel. Wir finden mit meinen Eichhörnchenfreunden und suchen weiter nach Rissen im Baum. Die armen Eichhörnchen haben da noch zig Beulen. Okay, wo ist denn hier noch einer? Komm mal her, Kumpel, ich brauch dich. Du kriegst gleich einen Beule an deine Rübe. Komm mal her. Oh mein Gott. Er ist nicht hier. Wo haben sie ihn versteckt? Na, wahrscheinlich ist es der letzte Riss. Okay, komm mal. Komm her. Du musst auch deinen Beitrag leisten. Na da. Ah, ich habe ihn gefunden, aber die Krähen haben ihn kaputt gemacht. Er wird gar nichts öffnen. Na toll, die ganze Anstrengung umsonst. Hat jemand Uhu-Kleber? Atua, trauere nicht um einen Schlüssel. Solchen Kram braucht man nicht, wenn man eine so mächtige Freundin wie das Wesen hat. Bitte was? Soll das ein Witz sein? Wind nützt gegen die Krähen gar nichts. Ja, ja. Aber jetzt kann das Wesen sich einen Weg in die Scheune bahnen und etwas suchen, um die Krähen zu verscheuchen. Tja, wenn das dein Plan ist, solltest du dich beeilen. Die Krähen sind ziemlich nervös. Du kennst doch das Sprichwort. Nichts ist schlimmer als eine wütende Krähe. Lass mich los! Okay, dann gehen wir mal zurück.
Das sieht nicht sonderlich einladend aus. Oh mein Goodness. So gar nicht. Und ich meine diese Krone, die ich gemalt habe. Oh nein. Sieht doch so gar nicht gut aus. Ah, hier sind wir wieder. Ich weiß, wo wir sind. Oh. Kann ich das irgendwie durchbrechen? Moment. Kumpel. Ja, sicher. Komm mal her. Voll übertrieben. Aber okay, so kriegen wir zumindest eine Abkürzung. Sehr schön. Ach, du bist das. Genau, du bist das. Ja. Ist okay. Okay, dann gehen wir mal zurück. Maibaumfelder. Was los, Otto? Wie viel ist du gerade stehen geblieben? Kann ich da irgendwie schon was mitmachen? Nee, nicht wirklich. Na gut. Ah, ich kann das jetzt einschlagen. Okay. Wurde in Stücke zerbrochen? Oh nein! Wie kommen wir denn jetzt in die Krämerscheune? Diese Krähen werden sie bestimmt unsere Seelen schnappen. Ah, kein Problem. Hi. Du hast keine Krähen reingelassen, oder? Die Scheune muss unbedingt krähenfrei bleiben, sonst sind wir alle verloren. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und in der Krämerscheune sehen wir uns beim nächsten Mal um. Bis dann, eure Katan.